Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Herzlich willkommen zu unserem Ostergruß aus der Südgemeinde. Wir beten. Barmherziger Gott, das Licht des Ostertages ist aufgegangen. Dafür danken wir dir. Sende Strahlen des Osterlichtes auf uns. Lass sie die Freude heller machen und die Sorgen verkleinern. Lass sie Tun und Worte klarer machen. Löse mit ihnen Dunkel auf, das Gemüter umgreift, und schenke Tage der Freiheit. Das bitten wir dich im Namen Jesu, deines Sohnes, unseres Herrn und Bruders. Amen. So Ostern in Jerusalem, da ist etwas geschehen, das ist noch heute wunderbar, nicht jeder kann's verstehen. Hört, 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 nicht jeder kann's verstehen. Hört, 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 nicht jeder kann's verstehen. So jeder Zeit in jedem Land kann plötzlich was geschehen. Die Menschen hören, was Gott will und können sich verstehen. Hört, 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 hört und können sich verstehen. Hört, 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 hört und können sich verstehen. Katharina aus Alexandrien, eine Königstochter, wohnte in Alexandrien. Als sie lebte, herrschten die Römer in Ägypten, deren Kaiser den Christen nicht freundlich gesonnen war. Die Christen fürchteten sich sogar vor dem römischen Kaiser, da er viele von ihnen in Gefängnisse werfen oder sogar töten ließ. Eine Legende erzählt nun, dass Katharina zum Kaiser kommen musste. Er fragte sie aus nach ihrem christlichen Glauben. Zuerst wusste sie nicht, wo sie anfangen sollte. Doch dann erzählte sie der Reihe nach alle Geschichten von Jesus, die ihr einfielen. Bis dahin, dass Jesus ans Kreuz geschlagen und begraben wurde, aber am dritten Tag wieder von den Toten auferstanden ist. Der römische Kaiser war beeindruckt und interessiert, doch er sprach zu Katharina: Solch eine Geschichte will ich nur glauben, wenn du vor meinen Augen aus einem Stein Leben erwecken kannst. Zuerst war Katharina enttäuscht, der Kaiser verlangte Unmögliches von ihr. Doch dann hatte sie eine Idee. Sie ging zum Markt und kaufte bei einem Bauern ein fast ausgeschlüpftes Entenei. Sie hüllte es in ein Tuch und zeigte es dem Kaiser. Genau in diesem Augenblick brach das Entenküken mit seinem Schnabel ein kleines Loch in die Eierschale. Langsam befreite es sich aus seiner Hülle. Schließlich lag ein winziges Entenküken in ihrer Hand. Darauf wurde der Kaiser sehr nachdenklich und öffnete sich dem Glauben Katharinas. Und so wurde das Osterei ein Zeichen für das, was kein Mensch begreifen kann. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Scheinbar tot und doch Leben. Das Küken, das aus dem Ei kommt, wird zum Zeichen dafür, wie Jesus den Tod überwunden hat. Darum gibt es heute Ostereier. Sie sollen uns an Jesus erinnern. Jesus, der am Kreuz gestorben ist und der den Tod besiegt hat. Neues Leben fängt an. Und die Jünger von Jesus haben einfach danach gelebt. Nicht sofort. Das hat Zeit gebraucht. Keiner sagte sofort: Ach,
das ist ja Jesus, er ist auferstanden. Sondern die meisten erkennen ihn gar nicht. Maria Magdalena hält ihn zunächst für den Friedhofsgärtner. Erst als er ihren Namen ausspricht, weiß sie, wer vor ihr steht. Die Jünger von Emmaus reden auf ihrem Weg eine ganze Weile mit Jesus, aber sie erkennen ihn erst, als er ihnen in der Herberge das Brot bricht. Auch die Jünger am See Tiberias erkennen den Auferstandenen nicht sofort, sondern erst, als er mit ihnen frühstückt. Die 12 in Jerusalem gar halten ihn für einen Geist. Erst als sie seine Hände und Füße und seine Seite sehen, erst da wird ihnen klar, mit wem sie es zu tun haben. Die Auferstehung geschieht, weil Gott es so will, weil er sagt, du sollst leben. So ist Ostern ein Fest der Hoffnung, die uns Kraft gibt. Gerade auch jetzt während der Corona-Krise, wo Furcht uns erschrecken will, gerade auch angesichts des Todes. Gott schenkt uns Liebe und Leben. Und seit Ostern wissen wir, dass die Liebe Gottes sogar stärker ist als der Tod. Darum lasst uns leben in der Kraft der Auferstehung. Amen. Beten. Barmherziger Gott, du öffnest uns die Hoffnung wie einen Raum. Wir können in sie eintreten. Dafür danken wir dir. Aber Menschen verlieren in dieser Zeit ihre Hoffnung. Wir bitten dich, sei den Kranken nahe, gib ihnen Kraft, hilf ihnen, Schmerzen und Ungewissheit zu bestehen. Menschen spüren die Grenzen in ihrem Leben, fühlen sich hilflos angesichts der Corona-Pandemie. Gott, schenke uns Menschlichkeit und lass deine Liebe Wirklichkeit werden. Gott, wir bitten dich für die weltweit Verstorbenen. Nimm du dich ihrer gnädig an und entreiße sie einst dem Tod. Stärke ihre Angehörigen im Glauben an die Auferstehung und lass sie darin Trost finden. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.